Hält er doch schon. Ja gut, okay, bis gleich. Ja, geh ich mal direkt mit. Was geht ab? Jo, Goliath. Was geht ab, Mann? Operation Grüner Baum? Grüner Baum, ja. Ich komm gleich wieder. Ja, warte mal kurz. Ich hol mal eine andere Maske hier. Ja. So, fertig. Hier, ich habe jetzt 7500 zusammen für das Motorrad, aber auch noch ein bisschen, ne? Warte mal. Ja, dann kauf mal dir jetzt eins. Echt? Wo gibt's denn das Motorrad? Unten am Strand, die Straße hier runter. Ach da. Ja, dann fahren wir hin und kaufen die das schnell. Soll ich das erstmal hier einparken, das Auto? Lass doch da stehen, lass da stehen da unten am Strand. Schließ da ab und dann holen wir später. Jo. Der nimmt ja nichts Bares. Der hat keine Kartenzahlung, der Paul Berger. Ja, bei dem Laden verstehe ich. Ja, das ist ein Drecksladen. Das reicht aber nicht, ne? Aus. Oder wie? Wieso? Klar, du holst die Bar TRR, die kostet nur 10.000 Euro. Achso. Glaube ich, warte mal. Ich glaube, das war noch 13, oder? Ja, Tatsache. Das sag ich doch. Wo hab ich denn die jetzt stehen? Schließt dein Auto ab, ne? Ja, hab ich. Zum Maskenladen. Jo. Ah, da ist jetzt Rude. Der Geizkragen hat den Tank nicht voll gemacht. Ja, normal. Ja, ich muss mal kurz tanken. Jo. Jo, wer bist du? Ja, schickes Ding jetzt auch mal. Haben wir einen neuen hier? Ach ja, ihr kennt euch noch gar Warte nicht. Warte mal, ich muss mal kurz hier ausmachen. Ja, ja, lass jetzt Zeit. Bevor die Kiste. So. Haben wir einen neuen hier oder was? Was geht ja, ab? Ja, ja. Goliath, mein Name. Servus, mein Name ist Max Stark. Max Stark. Zeig dir einfach mal meine Visitenkarte. Oh ne, komm mal kurz her. Ja, ich bin schon weg. Visitenkarten hast du also? Ja, klar. Politiker halt. Was erwartest du da? Ja, ich gebe mir bereits. Ich schreib dir mal kurz hier meine Nummer auf dem Papier. Die 55. So. Dalle. Ah. Jo, und was ist da? Alles klar. Hast du eine Art Codename oder so? Versuch mich mal vom Motorrad zu schützen. Ich will gucken, ob ich ED. Stärker bin als du. Okay, ED. Ah, ne, nicht so. Selber, was geht ab? Jo, was geht ab, Goliath? Warte ganz kurz, Goliath. Kalle, geht oder geht nicht? Nee. Ja, ich bin zu stark für dich.
Ja, meinst du, dass beim Quetscher welche sind? Also ich war... Da waren einmal ganz viele von den Bloods. Also von den Sluts da. Ja, wir suchen ja nicht die Sluts, wir suchen ja grünen Baum, weil es besteht, deswegen. Ja. Wo ist der Quetscher? Goliath, hier, du bist so ein Jungspund. Klemm mich mal auf hier mit dem Handy. Hier, pass auf. Ganz oben. Links. Ah, direkt am Wasser. Was heißt gerade oben links am Wasser? Ganz oben links. Wenn du Sandy Shores. Ja, wenn du deine Karte aufhast. Fahr mal zu Quetschern. Jojo, alles klar, verstehe. Außer sind keine Leute da. Verarschen? Sind die offen? Ist der offen? Ja, da ist nur ein Frosch drin. Das heißt, die haben noch nicht mehr ist verarbeitet. Weggerannt? Nee, ich glaub nicht. Könnte ja sein, dass sie irgendwo Schmerzen haben. Habt ihr die Besitzer davon gesehen? Nee, die sind irgendwie nicht da. Ja, okay, ich verstehe. Ja, lass erstmal lieber warten. Warte, was steht da drauf? Kannst du es lesen? Bandhof. Ja, da ist ein Frosch drinne. Ja, okay. Oh, und der hier ist nicht angemeldet, da muss ich gleich mal die Polizei rufen. Dein Ernst? Spaß. Scheiße, Mann. Wir wollen hier Leute abziehen, Alter. Du willst dich als Kopf tun, weil das Ding nicht angemeldet ist, Alter. Ja, guck mal, das Rücklicht ist ja auch kaputt. Das muss ich auch melden. Schachzug auf jeden Fall. Als Mann. So geiler Typ. Ach, warte mal. Ja, wo ist denn überhaupt? Komm mal her, Jungs. Ich besitze ja gar kein Kennzeichen. Jo, was ist los? Hey. Was ist los? Ich hab grad da oben gesehen, wo wir unten waren, ne? Hab ich so nach oben geschielt. Okay. Und da war jemand gewesen, der ist weggerannt. Wer war das? Keine Ahnung, Digga. Irgendein Typ wahrscheinlich, der hier Frosch machen will. Ja. Kann man hier, warte mal. Das ist Froschzeug, oder? Bitte? Ich weiß nicht, Blatte, ganz ehrlich. Ja? Ja, komm mal zum Froschequetscher. Oh, da kommt jemand. Wo? Ganz links. Hinter dir. Außen. Ja, das halt euch bereit, Junge. Halt euch bereit. Ja, ganz viel. Ja, komm mal zum Froschequetscher. Ja, komm zum Quetscher. Wo ist denn dein Kollege? Hallo, der Herr? Hey. Bleib doch bitte stehen. Hallo. Was gibt's denn? Ja, wo ist denn dein Kollege? Ja? Ich hab doch gerade da oben jemanden gesehen, der uns beobachtet hat. Ich weiß nicht, was sie wollen. Warum bist du weggerannt? Naja, ihr seid maskiert. Ich werde eigentlich nur mein Auto einsteigen und wegfahren. Welches ist dein Auto? Tschüss. Und irgendwie vertraue ich euch nicht, weil irgendwie. Ja, welches ist dein Auto? Bitte? Welches ist dein Auto? Ich verstehe nicht. Was möchtest du jetzt? Das hier, dein Auto. Welches Auto dir gehört? Hallo. Ich besitze hier auch gar kein Auto hier. Achso, du bist zu Fuß hier. Digga, willst du mich jetzt hier verarschen oder was? Du hast doch gerade gesagt, du wolltest dein Auto und wegfahren, weil du Angst hattest. Wie willst du hier verarschen? Ja, aber muss ja nicht hier sein, ich wollte nicht hier vorbeilaufen. Ja, okay, wo ist dein Auto? Machen wir's so. Haltet den mal hier, das ist mir ein bisschen zu komisch, Alter. Meinst du den Date hier vielleicht? Der Bravo! Ja, der vielleicht. Was willst du denn? Oh, ich bin nur... Ist das dein... Was? Ist dein Kumpel hier? Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder, ja. Ich will zu meinem Auto nur. Gibt's ein Problem? Ah, ist das dein Auto? Ja, ich weiß, ein bisschen peinlich, aber... Und wem gehört das? Wo sind denn eure Autos? Ich kann meinen Ausweis zeigen. Ich heiße Mantov, das ist mein Nummernschild.
Ja, okay, dein Bruder erzählt uns hier irgendwelche Lügengeschichten gerade. Oh, das ja. weiß ich nicht. Ja, ja, der macht das. Warst du der Typ, grad, der da oben uns beobachtet hat? Ich? Ja? Nein. Da oben war doch gerade ein Typ gewesen, der uns beobachtet hat. Wo ist denn der? Ja, das weiß ich nicht. Ey, ihr seid jetzt nur zu zweit, weil wenn wir jetzt einen dritten finden, vielleicht ist das euer Cousin. Dann habt ihr ein richtiges Problem, weil ihr uns angelogen habt. Also seid ihr nur zu zweit, oder was? Also wenn ich noch einen Cousin hab, dann hat meine Mutter auch noch ein Problem. Ja, dann können wir die also das ist komisch. Werden. Dann hättest du wahrscheinlich einen Bruder. Oh, Idiot, Alter. Deine Mutter macht Cousin. Oh, du bist so ein Idiot, Alter. Du denkst ja, echt nicht da. So schwiegen. Denk doch mal nach. Deswegen fährst du Twingo. Oh Mann. Ja, Jungs, kommt, Alter. Ich hab nichts mehr zu sagen nach dem Spruch gerade. Ja, ich würde auch gehen. Ja, dann auf Wiedersehen, Jungs. Haut rein, Jungs. Schönen Abend noch. Ey, was macht ihr hier eigentlich? Geht dich gar nichts an. Schönen wir Abend noch. Wir gucken ja, Jesus. Ja? Schöne Kette. Ist das echt Gold? Ja. Darf ich mal anfassen? Anfassen willst du die, oder was? Ja. Kannst du mal voll vergessen. Darf ich riechen? Hab ich dir erlaubt, mich anzuriechen, oder was? Ey, Jungs, alles okay jetzt. Schönen Abend noch. Ja, beruhigt euch mal. Ey, ich hab mal eine Frage. Ist das euer Gebiet hier, oder dürfen wir auch hier unsere Geschäfte machen? Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Okay. Zu welcher Gang gehört ihr denn? Zu keiner, wir sind nur Brüder. Alles gut. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Und wenn irgendjemand zu euch kommt... Ist das in Ordnung? Ja, ja, wenn irgendjemand zu euch ankommt und sagt, ja, das ist meine Route, ich dürfte nichts machen, ganz ehrlich, man prügelt die direkt. Was macht ihr hier überhaupt? Verstehe ich nicht. Ja, einfach nur gucken. Mehr nicht. Gucken. Ja, ich wollte mein Twingo bestimmt klauen, ne? Weißt du, wie wertvoll der ist? Dein Ernst? Twingo. Du wirklich mir klauen, ey, scheiß Twingo. Ja, wenn du wüsstest, was drin ist. Ja, Froschhaut, hab ich gesehen. Ja. Und ich hab drinnen gelassen. Drin, der ist offen, du Idiot. Wer hätte doch alles rausklauen können. Muss man abschließen, die Kiste. Ich hab nichts geklaut. Ja. Das Schloss ist kaputt. Ja. Und dann werden wir. Ich bin froh, dass wir nichts rausgeklaut haben. Ja, wir sind nicht so die ehrenlosen Bastarde. Boah, bin ich froh. Danke. Jo, schönen Abend noch. Ey, meine Frage. Ihr seid doch voll die Gangster, oder? Ihr seid doch voll hart. Digga, willst du mich jetzt hier verarschen? Nein, warte doch mal. Warte doch mal. Alter. Ich mich jetzt nicht voll. Jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Langsam gehst du mir auf den Sack, Alter. Echt? Zum dritten Mal sag ich dir schönen Abend noch. Das heißt, steig in das verficktes Auto und verpiss dich, Mann. Oder ist dein scheiß Maul hier nicht so auf? Ernsthaft jetzt? Oh, ganz einfach. Wollen wir nicht mal Tschüss sagen? Da unten fahren die, oder? Ja, das sind die. Hä, hey, warum lassen die denn hier ein Auto stehen? Ich hab das stehen lassen. Das ist doch dein Twingo. Nein, hier unten steht das eins. Andere da unten. Ach so, das da. Ey, was steigt denn das Auto ein? War ich mich gerade auf. Digga, lass mal hin. Digga, das reicht. Ja. Was ist denn los? Ich hab's nicht abgeschlossen. Ja, komm, warte. Ja, vielleicht liegt er ja ein Ausweis oder so. Und mach Kofferraum auf. Ja, Ausweis lag nicht vorne. Ich dachte, hinten liegen die Papiere. Hast du schon mal einen Ausweis im Kofferraum gesehen oder was? Habt ihr schwache Hände oder was? Was hast du mit dem Ausweis zu tun? Vielleicht liegen da Papiere. Digga, wollt ihr uns komplett verarschen oder was? Für mich sah das nämlich gerade so aus, so wie du das Ding da durchsucht hast von da oben, dass du da irgendwas klauen willst. Ey, ja, will er uns trollen oder was? Jungs, mach aus, Hände hoch, aber ganz schnell. Alle beide ist die Hände hoch, ihr Witzel. Geh mal ein Stück zurück von denen. Hände hoch, sonst habt ihr Lockenkopf. Ist mir scheißegal. Hier hab ich oft genug die Chance gegeben. Hände hoch. Hände hoch. Halt deine Schnauze und nimm jetzt die Hände hoch. Ich mein's ernst gerade. Beide Hände hoch. Lockenkopf. Alle beide die Hände hoch. Lass mich hier nicht verarschen von euch. Alle beide ergeben. Ey. Ups, sorry. Alter, ich mein's ernst gerade. Hör mal auf zu Witzel. Geh mal ein Stück zurück von denen da, der stinkt. Wir wissen nicht, wen sie hier vor sich stehen haben. Alle beide. So, alle beide. Und die Hände oben halten. Reicht langsam mit euch. Witzbeute. Ich will, dass ihr euch ergibt. Beide. Beide ergeben. Hier, verstehst du das nicht? Vor mir. Ergeben. Ja, Hände waren doch hoch. Hallo. Ziemlich zügig. Ihr sollt euch ergeben. Ziemlich zügig ergeben.
Und am besten schließt ihr mal euer Auto auf hier. Genau, das machen sie gleich, aber die sollen sich ja mal geben. Aha, jetzt haben wir's doch. So, und dein Kollege hier mit der komischen Schiebermütze auch noch, sofort. Junge, viel hast du nicht dabei, ne? Ein Akku und 12 Flasche hast du, mehr nicht, Junge. Ja? Der Kollege mit der Mütze, Hände hoch. Ihr seid es nicht mal wert, dass ich mich klaue. Ja, hab ich schon zweimal gesagt. Ja, hast du auch schon mal gesagt. Wir wissen, dass wir nichts wert sind. Wir können es dafür machen. Tut mir leid. Ja, dann machst du nicht einen auf Witzbold hier machen. Wenn du schon nichts wert bist, ja, ganz ehrlich. Ich war verpisst euch jetzt, Alter. Okay, wir verpissen uns.